Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel bereits schon lesen konntet, stelle ich euch heute 10 Produkte vor oder zeige euch 10 Dinge, die du als Mädchen unbedingt haben musst. Ich habe nämlich in letzter Zeit ein paar Sachen gekauft, wo ich mir dachte, warum hatte ich das davor noch nicht und bin davon sehr begeistert oder beziehungsweise habe ein paar Sachen schon mehrere Jahre und wäre froh gewesen, wenn man mir als Teenager gesagt hätte, hey, kauf dir das, das ist super, das wird dein Leben total erleichtern. Und deswegen stelle ich euch jetzt nacheinander 10 Dinge vor, die ihr unbedingt braucht, also wirklich unbedingt. Und alle Dinge, die man bei Amazon bestellen kann, schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox mit dem Link, dann könnt ihr es direkt bestellen, falls es euch interessiert. Und sonst schreibe ich es gerne natürlich nochmal rein, wo ihr es dann kaufen könnt und so weiter, wenn ich was finde dazu. Aber sonst wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zusehen und wir fangen einfach mal an mit der Nummer 1. Fangen wir an mit dem ersten Produkt und das ist eine Wimpernzange. Ich benutze jetzt seit mehreren Jahren eine Wimpernzange und ich finde, das macht so einen Unterschied. Und hätte man mir das früher gesagt, hätte ich die schon viel, viel früher gekauft. Ich finde, sie geben den Wimpern nämlich einen richtig schönen Schwung und wenn man dann auch noch wasserfeste Wimperntusche benutzt, hält es wirklich den ganzen Tag. Also Wimpernzange ist ein absolutes Muss, finde ich, macht die Wimpern viel, viel schöner und hätte ich gerne früher schon gewusst, dass dieses Ding weder wehtut noch sehr teuer ist und dafür aber einen riesen, riesen Vorteil bringt. Mein zweites Produkt ist auch ein Beauty-Produkt und zwar ist es ein Tangle-Teaser. Das hier ist jetzt mein zweiter Tangle-Teaser. Ich hatte noch einen anderen oder ich habe ihn immer noch. Der ist pink und ist ein bisschen größer, aber den finde ich sogar noch ein bisschen besser. Ich habe meine bei DM gekauft, die gibt es aber auch bei Amazon, setze ich euch deswegen auf jeden Fall unten in die Infobox rein. Und ich liebe Tangle-Teaser. Ich benutze nie wieder eine andere Haarbürste, diese Pferdebürsten. Machen einfach so einen Unterschied. Ich schwöre auf diese Dinger. Ich habe so dünnes, feines Haar, vieles dünnes, feines Haar. Und es ist so schwer nach dem Duschen, auch wenn ich Lotion und keine, also Spülung und so weiter oder eine Kur reinmache, es ist trotzdem jedes Mal ätzend. Ich merke es beim Friseur, die keinen Tangle-Teaser benutzen. Die haben jedes Mal Probleme und ich mit diesem Tangle-Teaser zu Hause denke mir tralalala, fertig. Deswegen auf jeden Fall ein absolutes Muss, was jedes Mädchen haben muss, ein Tangle-Teaser. Dann ein Produkt, das habe ich relativ neu, wollte ich aber schon länger haben und ich habe es hier an meinem Handgelenk. Und zwar ist das ein kleines Freundschaftsarmband. Freundschaftsarmbänder gibt es ja wirklich in allen möglichen Variationen und ich habe hier der Sophia, falls ihr sie nicht kennt, ihr Kanal ist unten verlinkt, sie heißt Sophia Swan, und mir ein Freundschaftsarmband geschenkt. Ich habe es für uns beide gemacht. Und sie hat sich sehr darüber gefreut und ich habe unsere Anfangsbuchstaben reingravieren lassen, also ein V und ein S. Das ist total schlicht, das ist einfach nur ein weißes Band mit zwei Anhängern und die sind vergoldet. Und das habe ich bei Davanda gekauft, bei so einem kleinen Shop, den setze ich euch auch sehr gerne unten in die Infobox. Die macht nämlich selber so verschiedene Freundschaftsarmbänder und graviert euch Sachen ein und so weiter. Also da gibt es wirklich verschiedene Sachen und das war wirklich nicht teuer. Oder sonst könnt ihr euch natürlich auch selber eins knüpfen. Also das habe ich früher natürlich auch immer gemacht mit meiner besten Freundin. Und wir haben uns selber so welche geflochten oder geknüpft. Ich hatte da sogar so Hefte mit so Anleitungen. Also da kann man wirklich tolle Sachen machen. Aber dafür habe ich jetzt weder Zeit noch Nerven. Und deswegen habe ich uns hier so ein schlichtes kleines Freundschaftsarmband gemacht. Was auf jeden Fall als vierter Punkt jedes Mädchen haben sollte, ist ein Lockenstab. Und zwar einen guten Lockenstab. Und ich weiß, ich habe diesen Lockenstab schon eine Trillion Mal in die Kamera gehalten, aber ich bin so überzeugt von ihm und deswegen halte ich ihn schon wieder in die Kamera. Und zwar ist es dieser Lockenstab von Remington. Das ist so ein Trichterlockenstab, der oben dick ist und unten dünn wird. Und ich verlinke euch gerne alle Videos unten, wo ich gezeigt habe, wie ich diesen Lockenstab benutze. Und ich bin einfach so überzeugt von dem. Den gibt es auch bei Amazon für wirklich sehr, sehr wenig Geld. Also falls euch der interessiert, schaut mal in der Infobox vorbei. Der macht so tolle Locken. Er macht keine großen Wellen, er macht eher kleine und er kann super kleine machen und er kann schöne große machen oder er macht nur so Wellen rein und keine Locken. Also der ist wirklich, für sein Geld ist der so mega, 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 mega. Und der liefert auch noch einen schwarzen kleinen Handschuh mit, damit ihr euch nicht verbrennt. Und ich kann diesen Lockenstab absolut weiterempfehlen. Und ich finde, jedes Mädchen sollte einen guten Lockenstab bei sich zu Hause haben. Kommen wir jetzt zu meinem fünften Punkt, zu meiner fünften Empfehlung, was jedes Mädchen dringend zu Hause haben sollte. Und zwar ein richtig tolles Parfüm. Ich selber bin der Typ, dass ich sage,
ich habe lieber ein richtig gutes, was ich auch jeden Tag trage, als viele, die mir nicht so gefallen. Und ich habe mir jetzt ganz neu eins ausgesucht von Yves Saint Laurent. Kostet ungefähr 50 Euro. Habe ich bei Flaconi bestellt. Gibt es aber auch bei Douglas, da ist aber ein bisschen teurer. Und ich liebe dieses Parfüm. Ich habe das jetzt erst seit einer Woche oder so. Aber ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich finde, jedes Mädchen sollte ein richtig tolles Parfüm zu Hause haben, wo es sich einsprüht und sagt, ach, ich fühle mich so richtig wohl. Wisst ihr? Also zum Beispiel ich, jedes Mal, bevor ich ein Video drehe, sprühe ich mich mit Parfüm ein. Egal, ob es morgens, mittags oder abends ist, ob ich schon Parfüm drauf habe oder nicht, aber es lässt mich einfach gut fühlen. Und deswegen kann ich es absolut weiterempfehlen, dass jedes Mädchen zumindest ein richtig gutes Parfüm zu Hause haben sollte. Ein Thema, wir haben alle kalte Füße. Oder Mädels? Ist doch so. Und deswegen sollte jedes Mädchen ein paar Kuschelsocken haben. Für die Gemütlichkeit, um keine Blasenentzündung zu bekommen und um sich einfach wohl zu fühlen. Als siebten Punkt habe ich einen Punkt, den ich relativ neu entdeckt habe. Und zwar ist das für die Mädels, die ein bisschen kreativ sind und gerne malen. Und zwar Mandalas oder andere Muster. Ich habe mir ein Set gekauft, das gibt es auch bei Amazon. Verlinke ich euch natürlich, wenn es euch interessiert. Relativ günstig dieses Set, also wirklich günstig. Ich habe gedacht, dass diese Faber-Castell-Stifte deutlich teurer sind. Und hier sind halt verschiedene Muster drinnen, die man ausmalen kann. Und das sind halt Erwachsenenmuster sozusagen. Also es gibt natürlich Mandalas für Kinder und dann gibt es Mandalas für Erwachsene. Und deswegen finde ich, sollte jedes Mädchen sowas zu Hause haben, einfach für den Spaß, um vielleicht runterzukommen, zur Stressreduktion. Absolute Empfehlung von mir. Mein nächster Tipp für euch Mädels, Punkt Nummer 8. Jeder sollte eine Kuscheldecke haben. Und zwar eine riesige Kuscheldecke. Und ich habe die hier damals, ungelogen, bei Tengelmann gefunden. Und die war super, super teuer. Ich glaube, die hat 45 Euro gekostet. Aber die ist so weich, so kuschelig. Und das war der beste Kauf meines Lebens. Und die ist riesengroß. Die ist irgendwie 3 Meter mal 100 Meter. Nein, ich weiß nicht, wie groß die ist, aber die ist riesig. Und ich finde, jedes Mädchen sollte zu Hause neben den Kuschelsocken auch eine Kuscheldecke haben. Wenn es einem nicht so gut geht, wenn einem kalt ist und es macht einfach das Feeling perfekt, besonders jetzt im Winter. Der vorletzte Punkt, Punkt Nummer 9 oder Ding Nummer 9, hat eigentlich auch was mit der Kuscheldecke und mit den Kuschelsocken zu tun. Und zwar geht es hier um Wärmflaschen. Ich habe jetzt hier eine große von meiner Mama, die ist 100 Jahre alt. Und eine ganz kleine, die hat mir mal meine Schwester geschenkt. Und zwar ist die in so einem süßen Kuscheltier drinnen. Hier hinten drinnen kann man dann diese Mini-Wärmflasche reinmachen und kann dann hier hinten einfach wieder zumachen. Und dann hat man hier dieses super süße, weiche Kuscheltier. Ich glaube, das ist von Niki. Ja, das ist von Niki. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man seine Tage hat, hat man Bauchschmerzen oder man hat irgendwie Rückenschmerzen oder man hat kalte Füße abends im Bett. Wie gesagt, jetzt wo Winter ist, Mädels, ihr wisst Bescheid. Und da kann man einfach immer eine schöne Wärmflasche dazu tun und dann nebenbei noch kuscheln. Und ich finde, eine Wärmflasche sollte jedes Mädchen besitzen. Und dann habe ich noch einen allerletzten Punkt. Ich habe diese kleinen Dinger hier in der Hand und zwar sind das Ohrringe. Ich finde, jedes Mädchen sollte Lieblingsohrringe haben, die vielleicht etwas besonders sind, die man nicht im Alltag trägt, mit denen man sich aber sofort sowas von wohl fühlt und die einen einfach strahlen lassen. Die müssen jetzt nicht unbedingt aus Silber oder aus Gold sein. Silber ist jetzt nicht so teuer. Oder mit irgendwelchen Brillanten oder sowas. Es kann auch Modeschmuck sein. Oder halt, wie gesagt, Silber ist jetzt nicht super, super teuer. Aber sie sollten euch einfach total gut gefallen und was Besonderes sein. Und wenn man Geburtstag hat oder auf irgendeine Feier geht, einfach diese Ohrringe auspacken. Und es muss einfach ein Paar sein, wo man sich so richtig, richtig wohlfühlt. Ich finde, das sollte jedes Mädchen haben. Oder vielleicht ist es auch eine Kette, eine ganz besondere Kette. Ich bin nicht so der Kettenträger, ich trage eher Ohrringe. Ein Schmuckstück, mit dem man sich so richtig wohlfühlt, was ganz, ganz besonders ist. Ich finde, das sollte jedes Mädchen zu Hause haben. Vielleicht auch geschenkt von der Mama oder von der Tante oder sich selber mal gekauft zum Geburtstag oder sowas. Also ich finde, das gehört absolut dazu. So ihr Lieben, das sind meine 10 Dinge, meine 10 Tipps, meine 10 Vorschläge, die jedes Mädchen zu Hause haben sollte. Schreibt mir doch unbedingt unten in die Kommentare, wie viele Sachen ihr davon wirklich zu Hause habt, von diesen 10 Dingen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Hast du 5 davon zu Hause? Hast du 10 davon zu Hause? Hast du gar nichts davon zu Hause? Findest du eine Sache ist jetzt voll der gute Tipp und das besorgst du dir jetzt gleich? Schreibt mir mal unten auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Abonniert mich hier gerne, wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid.
Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video auch seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!